meine Lieben, heute machen wir Bacon gewämste Frühlingsrollenburger. Ja, ich habe mal wieder Bock auf Frühlingsrollen. Ich habe noch Brioche-Buns da und Schatzi hat noch eine Süß-Sauer-Soße oder sowas in der Richtung mitgebracht. Und daraus bauen wir heute den Burger. Die Feuerplatte heizt schon auf. David, magst du mitessen? Nee. Nee, wieder mal nicht. Egal, dann mache ich zwei Stück und ja, alles weitere jetzt dann drinnen, hier hinten. Ich glaube, die Frühlingsrollen, habe ich gewämst gesagt vorher? Erdbeerkäse. Oh Leute, das ist im Anschluss, nachdem hier das Paket gestanden ist, also das Video ist ja schon vor einer Weile rausgekommen. Egal, ich wickel jetzt drinnen die Frühlingsrollen und dann gehen wir nachher an die Feuerplatte. Attacke! So Freunde, eine wirklich spartanische Übersicht. Das ist alles, was wir brauchen. 1, 2, 3, 4 Zutaten. Man könnte auch sagen, der 4 Zutaten-Burger, aber wir machen ja einen bacon-gewämsten Frühlingsrollen-Burger. Gut, Frühlingsrollen. Ich hätte mir jetzt gewünscht, mein Schatz hätte die mit Hähnchen mitgebracht, aber hat sie gesagt, die haben sie nicht mehr gehabt. Ja gut, dann sind es halt die Gemüse-Frühlingsrollen. Auch nicht schlecht. Und die holen wir jetzt erstmal hier aus der Schachtel raus und tun die ordentlich mit Bacon einwämsen. Oh Mann, durch das Paket von der Grillshow habe ich es heute mit Wämsen und Wumsen und ach, was weiß ich. David, du haust ab? Jo, Piri. Salü. Ja, ich komme da morgen kurz, gell? Jo. Mit dem Audi, mit einem Audi. Ja, mir egal. So. Bacon rum und Bacon numm. Oh Mann, die Scheibe hätte ich auch gleich halbieren können. Dann machen wir es doch so. Schön fest andrücken. Fangen wir hier gleich von der Seite an. Und weil es so schön war, noch eine dritte Scheibe für die Mitte. So, fertig ist unsere erste bacon-gewämste Frühlingsrolle und das mache ich jetzt mit allen, schneide zwei Brötchen auf und oder zwei Buns und dann sehen wir uns auch schon draußen an der Feuerplatte. So Leute, die Burger-Buns, Brioche-Buns aufgeschnitten und Platte eingeölt. Und jetzt können wir unsere bacon-gewämsten Frühlingsrollen gleich drauflegen. Die können jetzt ruhig eine Weile brauchen. Die legen wir auch in einem Bereich rein, wo es nicht ganz so heiß ist. Bei innen sind sie ja noch gefroren. Das habe ich total vergessen zu sagen. Dass man die ruhig auch gefroren verwenden kann. Gar kein Problem. Ihr könnt sie natürlich antauen lassen. Der David gibt natürlich jetzt wieder extra Gas. Ja. Und so lassen wir sie jetzt schön dahin schmuggeln. Eigentlich, dass uns am Schluss der Bacon Kohlraben schwarz ist und die Frühlingsrollen innen noch gefroren. Aber Leute, das
kriegen wir hin. Und wenn man die Frühlingsrollen eben so schön hier am Rand hat und die schön langsam oder der Bacon schön langsam knusprig wird, dann können wir eigentlich auch sicher sein, dass nachher dann auch die Frühlingsrollen innen fertig sind und nicht noch ja, kalt und roh. Das ist eben der andere Vorteil. Bis jetzt hat es ja immer geklappt und warum sollte es dieses Mal nicht auch klappen? Die tun wir jetzt einfach öfters mal drehen und wenden, dann noch auf die Seiten stellen, vielleicht auch noch hochkant. Schauen wir ganz einfach, wie wir es machen. Mehrmals gedreht und gewendet schon und jetzt eben ja, die Seiten, dass die auch noch schön knusprig werden. Und wie gesagt, ich denke mal, wenn die die Frühlingsrollen schön knusprig sind außen, werden sie innen auch fertig sein. So, aber die Seiten will ich doch noch etwas angeknuspert haben. Ja, das ist mir fast zu gefährlich, die so hinzustellen. Nee. Naja, legen wir sie mal Richtung Flamme und hoffen, dass so der Bacon noch ein bisschen angeknuspert wird an der Seite. Da müssen wir halt jetzt ein bisschen aufpassen. Aber ich denke, das kriegt man auch hin. Ja, bald sind sie fertig. Bald. Wieder natürlich nachher umdrehen. Andere Seite und ja. Dann noch ein bisschen und dann können wir die Brötchen draufhauen. Die Bahan, Michi, die Bahan. Die kriege ich schon noch lustiger an der Seite. Funktioniert. Ja? Da. Wird schon. So. Noch ein klitzeklein bisschen und an die Band. Nun folgt die KT einer Frühlingsrolle. Ja, knappe 70. Ja, die hat noch erst 67,5. Die hat schon 71. Und die ist auch schon über 70. Also die muss noch ein bisschen. Die bekloppt heute wieder. Ja, Leute. Dann würde ich sagen, bucht man die Bands mit drauf. Mal die ein bisschen antoasten. Und wenn die angetoastet sind, können wir die Burger zusammenbauen. So Leute, dann nehmen wir unsere Bacon-Lämpchen Frühlingsrollen runter. Immer noch im Grillshow-Modus. Und die Yoshi Brioche-Buns sehen auch gut aus. Die können wir auch runternehmen. Na komm her, du Feigling. Und dann gehen wir rüber am Tisch. Und dann können wir zusammenbauen. So Leute. Los geht's. Das war Deckel, das war Boden. Weil einfach bloß drauflegen wäre mir in dem Falle jetzt viel, viel zu langweilig.
Ich hätte vielleicht doch ein Sägemesser nehmen sollen. Patricia, kannst du mir schnell ein Sägemesser holen? Ah, halt! Dann nehmen wir doch das hier. Das sagt uns, dass der Bacon knusprig ist. Ordentlich Süßsauersoße drauf. Na, habe ich nicht gescheit auseinandergeschnitten, hä? Oh, das reicht für einen. Leute, ich präsentiere den wahrscheinlich weltweit ersten Frühlingsrollenburger. So, ich baue jetzt den zweiten zusammen. Den kriegt gleich mein Schatz rüber. Den mag ich aber nicht. Das ist aber deiner. Nee, hätte den gern anders, weil ich den mit der Patricia teilen möchte. Bau dann selber zusammen. Ja, Mama, schneid die nämlich quer durch. Gell? Nimm das andere Messer, ist wahrscheinlich sinnvoller. Oh, gib mir meinen Burger her. So. Ja, man kann es natürlich auch querschneiden, wie man möchte. Du hast keine Soße drunter. Die kommt drüber. Mach! Sputz, 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 Sputz. Drüber kommt auch eine. Auf mein Stück bitte nicht. Doch? Nicht. Doch? Nein. Bitteschön. Die gehört drauf. Die ist so lecker. Ja, das nachtun kann man es immer. Wenn sie es nicht mag, lass doch weg. Okay, Leute. Und ich verkoste jetzt meinen hier. Hallo Patricia, du hast es ins Video geschafft. Oh, ja, komm her. Ja, im letzten Video haben sie sich schon wieder beschwert, warum du nicht ins Video kommst. Weil ich nicht geschminkt bin, deshalb. Frauen halt. So. Naja. Mich Schönheit kann eh nichts entstellen. Schmeckt wie bacongewämste Frühlingsrollen mit einem Bun und einer leckeren Soße dabei. Okay. Wobei ich jetzt sagen muss, die Süß-Sauer-Soße von Defelei ist mal richtig lecker. Man sieht's. Okay, Leute. Essen. Und dann machen wir noch ein kurzes Fazit zusammen. Puh, Leute. Bei Weitem nicht so sättigend wie der letzte Burger, dieser Double Bacon Cheeseburger. Aber so jetzt auf die schnelle Idee. Sehr, sehr, sehr gut essbar. Also mir hat es geschmeckt und ich muss wirklich nochmal sagen, diese Defelei Süß-Sauer-Soße, die ist mal richtig gut. Die ist mal richtig, richtig gut, ohne jetzt für die Werbung zu machen. Und ja, einfach, mir wären jetzt nur die Frühlingsrollen in Bacon gewickelt, gewämst, zu wenig gewesen und deswegen habe ich das halt schnell in einen Bun reingestopft. Also als Burger. Gut, Patricia, wie hat es geschmeckt? War lecker. War lecker. Sehr schön. Schatzi? Sehr gut. Nur zu wenig. Sehr gut. Nur zu wenig. Ja, ich sage ja, der war nicht so sättigend. Ja, also müssen wir heute noch was anderes machen. Aber vielleicht kommt ihr heute noch mal in Besuch. Und gucken wir mal, ob wir da nicht noch irgendwas raushauen.
Leute, wir sehen uns. Tschaikowski. Hey ho, Leute, es ist kein Pfingstvideo mehr. Der René ist schon wieder da und deswegen machen wir heute